can for this moment. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ces offrandes que tu nous as données. Tu nous as permis d'apporter devant toi et merci parce que tu as pourvu à nos besoins. Oui, Seigneur. Merci pour ces moments de culte, de communion, Papa, que nous t'offrons comme une offrande, Seigneur, de bonne odeur. Nous te demandons pardon pour les choses qui n'ont pas été, Seigneur, Amen. Selon ta grâce, selon ta voix, selon oui, ton Seigneur. Esprit. Oui, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes encore d'être attentifs à ta voix, attentifs au Père. À ce que nous devons faire pour ta gloire, ô Dieu, au nom de Jésus. Laisse que Seigneur, nos cœurs soient encore préparés, Seigneur de gloire, à recevoir de toi, préparés à obéir, préparés à faire ce que tu demandes que nous fassions au Père, pour ta gloire, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tu détruis, Seigneur, toute forme de culpabilité, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, parce que, Seigneur, nous sommes en apprentissage devant toi, et nous grandissons et nous devons grandir avec toi, Père, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces bien-aimés, ô Dieu, qui sacrifient de leur temps au Père pour, Seigneur, faire de la louange, Seigneur, oui, Seigneur. Avec des instruments de musique, t'adorer Seigneur. Avec des instruments de musique oui, au nom de Jésus. Jésus. Donne-les encore au Père d'être pleinement consacrés dans ce qu'ils font au Père. Donne-les encore au Père d'être pleinement, Seigneur, attentif au Père, à chaque détail au Père, afin que cela soit au Père pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Non, vous n'êtes Alléluia. Pas là. Ihr seid nicht da. Alléluia. Amen. Ah là là là, le frère là, il est là, il est vraiment là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr soll gesegnet sein. Vous savez pourquoi il vous a fait chanter? Wisst ihr warum ich wollte, dass ihr ein Lied singt? On a commencé une série d'enseignements. Wir haben eine Serie von Lehre begonnen. Que l'ennemi, le voleur ne vient que pour voler. Der Feind, der kommt nur zu stehlen. Tuer et détruire. Zu bringen und zu zerstören. Et vous êtes dans une expérimentation de cela. Und ihr seid in diese Experimentation. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Und das ist das christliche Leben. C'est comme l'école. Das ist wie eine Schule. On prend des cours. Wir bekommen Schläge. Après les épreuves. Und wir haben eine Lehre, also wir lernen etwas und dann kommt, wo du das ausleben kannst oder die Prüfung, ja. Les épreuves viennent pour évaluer ton niveau. Die Prüfung kommt, zu sehen, auf welchem Niveau du bist. Amen. Pas pour te chasser de l'école. Nicht, dass du, dich aus der Schule zu werfen. Voilà où l'ennemi maintenant lui travaille. Und das ist dort, wo der Feind arbeitet. C'est pour te faire comprendre que l'épreuve là, tu n'as pas marché, ça ne sert à rien que tu continues l'école, là, abandonne l'école. Und es kommt und sagt, ja, du schaffst diese Schule sowieso nicht, lass und geh, lass das. Du hast gesehen, die Prüfung hast du nicht, nicht bekommen. C'est exactement ce que nous avons partagé la dernière fois. Und genau das haben wir ja letztes Mal zusammen geteilt. Voilà pourquoi vous voyez certains enfants, ils sont à l'école, s'il n'a pas de bonnes notes, il va abandonner l'école, il ne veut plus continuer. Und darum sieht ihr ja, es gibt Kinder, die, wenn sie in der Schule sind und sie haben schlechte Noten, sagen sie sich, ach, Il commence à culpabiliser, dit qu'il ne vaut rien. Il commence à se dévaloriser. Sie verlieren den Wert. Comme je dis, nous ne connaissons pas tout. Ich sage, wir kennen ja nicht alles. On ne peut même pas connaître tout. Wir können nicht alles kennen. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on grandit. Und das macht, dass wir wachsen können. On apprend tous les jours dans notre marche. Jeden Tag in unserem Wandel lernen wir dazu. Et comme nous avons dit, l'ennemi a des plans, il a des desseins. Und so wie wir gesagt haben, der Feind hat Pläne. Er weiß, wie er vorschreiten möchte. Chacun a son projet. Jeder hat sein Projekt. Et si on ne discerne pas le projet de l'ennemi, und wenn du nicht erkennst die Pläne vom Feind, c'est la culpabilité, l'abandon. Dann wirst du aufgeben, du wirst dich selber niedermachen und dann wirst du aufgeben. Moi, je peux déjà vous rassurer que ça ne vient pas de Dieu de dire que vous voulez arrêter quoi que ce soit. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr sagt, ich will aufhören, das kommt nicht von Gott. Parce que le but de Dieu, weil das, was Gott will, c'est que quand on commence, on l'œuvre, on l'achève. Ist, dass wenn du etwas anfängst, sollst du es zu Ende bringen. Et quand il veut nous faire passer autre chose, und wenn er möchte, dass wir etwas anderes machen, ce n'est pas dans la culpabilité. Es ist nicht, indem, dass du dich
niederschlägst. Ce n'est pas dans la fuite. Es ist nicht im Wegrennen. Donc vous êtes dans une expérimentation concrète. So man kann sagen, die Gruppe ist in einem konkreten de ce que nous partageons concernant les plans de l'ennemi. Das, so wie wir gesagt haben, die Pläne des Feindes kennen, zu erkennen. Les détails que vous avez négligés. Die Details, die ihr nicht beachtet habt. Se sont accumulés. Die sind immer mehr geworden. C'est devenu un gros problème. Und dann ist es ein großes Problem geworden. Je vous ai fait chanter pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et être dans la culpabilité. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et être dans la culpabilité. Und ich wollte, dass ihr singt, weil ich wollte euch zeigen, dass du kannst nicht dich niedermachen und in der Gegenwart Gottes sein. Et que ce qui s'est passé ne peut pas vous empêcher de continuer à servir Dieu. Und das, was passiert ist, sollte euch niemals aufhalten, Gott zu dienen zu wollen. Et ne doit pas vous empêcher de servir Dieu. Und das kann auch nicht euch aufhalten, Gott zu dienen. Au contraire, doit encore vous rendre zélé pour le Seigneur. Im Gegenteil, das sollte euch noch mehr Eifer geben, Gott richtig zu dienen. En corrigeant les choses qui n'ont pas été bien faites. Und dass ihr korrigieren wollt, das was nicht richtig gelaufen ist. Mais l'ennemi ne va pas vous amener dans ce terrain. Aber der Feind, der wird dich nicht auf dieses Gebiet bringen. Il va vous amener dans un terrain de culpabilité. Er wird dich auf ein Gebiet bringen, wo du dich selbst niedermachst und ja. Regardez le mauvais témoignage que vous avez donné. Und er sagt, ja, schau mal, wie schlecht ihr Christus dargestellt habt. C'est vous qui vous dites chrétien. Er sagt, ihr seid Christen. Comment pouvez-vous vous comporter comme ça? Wie kann sich ein Christ so verhalten? Tout ton week-end, tu n'as pas prié. Ganze Wochenende hast du nicht gebetet. Ce n'est que ça qui te routine dans ta tête. Und dann, das geht so in deinem Kopf, das ganze Wochenende. Tu réfléchis même comment tu vas arrêter de chanter. Und du denkst, ja, ich sollte vielleicht aufhören zu singen. Tu réfléchis même comment tu vas arrêter de jouer les instruments. Oder du sagst, ja, ich höre vielleicht auf, irgendein Instrument zu spielen. Tu deviens l'homme le plus malheureux de la terre. Und du wirst traurig. Seigneur, je ne suis même pas digne de toi. Je ne veux même plus m'approcher de toi. Oh, und dann sagst du, hey, ich möchte dir nicht mehr nahe treten. Ich bin nicht würdig, in deiner Nähe zu sein. Bien-aimé, sors de ce sommeil. Wir sollen rauskommen aus diesem Schlaf. Dieu ne veut pas voir des gens qui font pitié. Gott will nicht Leute, die sich selbst bemitleiden. Dans son service. In seinem Dienst. Il veut voir des gens qui marchent par la foi. Er will Leute sehen, die im Glauben wandeln. S'ils sont tombés, ils voient où ils sont tombés. Wenn sie gefallen sind, dann schauen sie dort, wo sie gefallen sind. Ils vont devant le Seigneur. Und dann gehen sie vor dem Herrn. Parce qu'il dit, weil er sagt, que celui qui confesse, der, wo seine Schuld bekennt, c'est forfait. Donc ses péchés, ses défauts. Der, wo seine Sünden bekennt, ses offenses, die Fehler, ses dérives, dort, wo er nicht richtig gehandelt et qu'il les abandonne, und er verlässt diese Wege, il obtient miséricorde. Der bekommt Erbarmen vom Herrn. Rappelez-vous qu'on a lu Hébreux 4 qui nous parlait d'aller devant le trône du Père. Erinnert euch, letzte Woche haben wir geredet, dass man in Hebräer 4 haben wir gelesen, dass wir zum Thron der Gnade kommen sollen. Pour obtenir miséricorde dans les moments difficiles. Damit wir Erbarmen von Herrn erlangen in schwierigen Zeiten. Amen. Dans ce moment où vous, groupe de musique, groupe de louange, groupe d'adoration, tout ce que vous faites pour le Seigneur. Und das ist in diesen Momenten, wo die Gruppe, die Lobpreisgruppe, vous devez aller devant le trône de grâce. Das ist der Moment, wo ihr zu diesem Thron der Gnade gehen müsst. Avec ce que vous avez fait. Mit dem, was ihr gemacht habt. Ce n'est pas quelqu'un qui peut définir ce que vous êtes. Es ist nicht jemand, wo dann definiert, wer du bist oder was du bist. Ce que le Seigneur vous a permis de voir. Der Herr hat euch erlaubt, das zu sehen. C'est l'application de ce que nous partageons. Und das ist das, dann lebst du das, was wir gepredigt haben. La déception que vous avez vu qu'elle a manifesté alors que vous essayez de servir le Seigneur. Diese Enttäuschung, wo sie gezeigt hat, obwohl ihr versucht, dem Herrn zu dienen. C'est là pour vous interpeller à quel point c'est délicat de faire l'œuvre de Dieu et de s'amuser avec certains détails. Und das ist nur zum euch zeigen, wie
wie fragil es ist, Gott zu dienen, wenn man nicht auf die Details schaut. Et le vrai combat spirituel qu'il y a. Und der wahre Kampf ist entre le monde des ténèbres et les enfants de Dieu. Der wahre Kampf zwischen die Welt von Dunkelheit und die Kinder Gottes. Et c'est pourquoi nous continuons dans ce message là. Und darum wollen wir in diesem Wort weiterschreiten. Je vous ai dit que l'ennemi va venir pour voler. Ich habe euch gesagt, der Feind, der kommt zu stehlen. Pour tuer et détruire. Er kommt zu töten und zu zerstören. Il va pas venir directement face à vous. Und kommt ja nicht direkt so auf dich zu. Des petites choses qu'il laisse au fur et à mesure. Wie sagt man das? Er lässt Sachen eins nach dem anderen. Qui vont devenir des grandes choses. Und am Schluss wird es etwas Großes. Et après cela, on est étonné de ce qui se passe. Und nachher ist man, fragt man sich, wie ist das, wie bin ich hierher gekommen? Car le but c'est de détruire. Weil er möchte ja zerstören. Détruire l'œuvre du Seigneur. Er will das Werk Gottes zerstören. Et c'est pourquoi Paul parlait de nourriture, quelqu'un qui va manger. Ça va détruire son frère et il mangeait sans discernement. Und darum hat ja Paulus hat von dem gesprochen, dass jemand etwas essen könnte, wo sein Bruder zerstören kann. Mais la Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Aber die Bibel sagt, wir wissen, wie er arbeitet, der Feind. Alléluia. Nous allons lire ce passage. Wir wollen das lesen, Elliot. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Korinther. Donc bien aimé, vous devez être rassuré dans le Seigneur. Ihr sollt sicher sein im Herrn, qu'il vous aime, dass er euch liebt, qu'il est avec vous, dass er mit euch ist, qu'il vous accompagne, dass er euch begleitet, et que nous sommes dans un véritable combat, und dass wir in einem Kampf sind, et nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi, und wir wollen nicht sehen die Pläne des Feindes. Et c'est ça qui peut nous donner la capacité. Und das wird uns diese Kapazität geben. Face à nos erreurs. Vor unseren Problemen. Face à nos difficultés. Vor unsere Schwierigkeiten. De relever la tête. Dass wir unsere Köpfe erheben können. Et continuer le bon combat. Und dass wir weitergehen in diesem Kampf. Et d'anéantir ces Et d'anéantir ses projets. Und die Pläne des Feindes zu zerstören. Alléluia. Amen. Alors, on va lire 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Korinther 2. On va lire du verset 5 au verset 11. Vers 5 bis 11. Wollt ihr es lesen oder soll ich? Ah, soll ich? Mets au micro, parce que sinon on n'entend pas. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns Mitläufer erweckt und mitversetzt in die himmlischen, in Christus Jesus. Jusqu'au verset 11. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Juden und Heiden mit Gott versehen und eins gemacht durch das Kreuz des Christus. Darum gedenkt daran, dass ihr hier in einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurden, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Amen. Quelqu'un peut faire la lecture? Verset 5 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 5.
On a lu autre chose en allemand. Bon, en attendant, moi je lis. Vas-y, vas-y, lis, vas-y, lis. 2 Corinthiens 2, 5 à 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas pour moi qu'il a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. 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 Je lis en allemand. Ils ont les Bibles en allemand, ils ont lu aussi, non? Non. Il n'a plus le temps. Okay, on va dire, lis. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, so dass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemandem etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor der Angesicht des Christus. Jusqu'au 11, non? Oui. Amen. Mm. Amen, alléluia. Amen. La parole de Dieu dit par la bouche de Paul. Das Wort Gottes sagt uns durch Paulus. Il dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Wir erkennen, wie der Feind vorgeht. Il est important de comprendre le contexte dans lequel il le dit. Es ist wichtig, dass wir den Kontext erkennen, in dem er zu uns spricht. Avant de dire ça, il dit que c'est pour que Satan ne prenne pas l'avantage. Er hat gesagt, es ist damit der Feind nicht überhand nimmt. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est plus que vainqueur en Christ. Es ist nicht, weil wir mehr als Überwinder sind in Christus. Que l'ennemi ne peut pas avoir l'avantage sur nous. Dann heißt das nicht, wegen dem kann der Feind nicht uns überrempeln. Et c'est nous qui allons le laisser avoir l'avantage sur nous. Und das ist nur, wenn wir das auch zulassen. Qu'est-ce qui se passe au milieu des saints? Was passiert vielmals in der Mitte von den Gläubigen? Paul a imposé des sentences. C'est un bien-aimé qui vit dans le désordre, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 5, un monsieur qui avait pris la femme de son père. Wir lesen im 1. Korinther, hat Paulus gesagt, was sie machen sollten mit jemand, wo eine Sünde begangen hatte. Er hatte die Frau von seinem Vater, glaube ich. Et il prenait des jugements dans l'église par rapport à cette situation difficile. Und sie haben gerichtet in der Gemeinde wegen schwierige Situationen. Mais maintenant, quand les autres fois se sont réveillés pour voir qu'il y en a qui ont une condition qui n'est pas correcte. Und was passiert ist, dass als andere Brüder gesehen haben, dass es andere vielleicht in ihrem Wandel mit dem Herrn nicht so gut vorankamen. Ils ont commencé à l'accabler beaucoup plus qu'il n'en faut. Sie haben dann angefangen, ihnen noch mehr Schuld
zu lasten als man sollte. Voilà pourquoi même lorsque quelqu'un commet quelque chose dans le Seigneur. Und darum auch wenn jemand schuldig wird im Herrn. La punition ne doit pas être pour l'accabler terriblement. Die Strafe sollte nicht so sein, dass man ihn so fest bestrafen möchte, dass er fast nicht mehr aufstehen kann. Mais pour le ramener au Seigneur. Aber es sollte so sein, dass man ihn wieder zurück bringen möchte zum Herrn. Bien évidemment qu'il montre des signes de repentance. Natürlich, wenn er es auch erkennt und sich bekehrt. Qu'il montre qu'il a compris la voie de Dieu. Wenn er erkennt, was die Wege des Herrn sind. Et Paul va lier ça au pardon. Und Paulus liest es ihnen hier, schreibt es ihnen. Vous voyez donc le manque de pardon. Er sagt, das Unvergeben peut se cacher dans des punitions. Das kann sich verstecken in Strafen. Ce qu'il a fait trop grave, donc vraiment, on va continuer à le maintenir dans cette punition terrible. Er sagt, ja, zum Beispiel, ja, was er gemacht hat, ist so schlimm, wir werden ihn behalten in dieser Strafe. Alors que ça cache le fait qu'on n'est pas prêt de pardonner ce frère. Aber dahinter versteckt sich nur, dass ihr nicht vergeben wollt. Et là, l'ennemi va se placer. Und dann wird sich der Feind in, reinsetzen. Parce qu'il sait que les cœurs sont trop durs. Weil er weiß, dass ihr zu hart seid mit dieser Person. Et Dieu va utiliser Paul. Und hier sehen wir, dass Gott Paulus gebraucht. Pour apaiser les choses parmi les frères. Dass er wieder, dass sie die Sachen wieder in Ordnung bringt. Que même si Paul t'a pardonné, on va pas te pardonner. Tu es puni jusqu'à je sais pas combien de temps. Weil hier vielleicht sagen ein paar Brüder, ja auch wenn Paulus dir vergibt, wir vergeben dir nicht. Du on voit même les chrétiens qui disent que Strafe ausbaden. On voit même les chrétiens qui disent que même si Dieu t'a pardonné, moi, il t'est pas encore pardonné. Es gibt sogar Christen, die sagen, auch wenn Gott dir vergibt, ich vergib dir nicht. Et là, c'est une porte d'entrée à l'ennemi. Und das ist eine offene Tür für den Feind. Qui va commencer donc à jouer avec nous? Und da fängt der Feind an, mit uns zu spielen. Qui va commencer donc infecter notre vie de communion fraternelle. Und er wird unser Leben mit dem Herrn infizieren. Qui va commencer à détruire la compassion qu'on doit avoir. Und er macht, dass wir kein Mitleid mehr haben, einen für die anderen. Parce qu'on aura les yeux maintenant sur les erreurs que les autres ont commis. Weil wir fixieren dann unsere Augen auf die Fehler, die sie haben oder machen. Voilà pourquoi on est trop dur, on ne parvient pas à pardonner. Und darum werden wir dann so hart und wollen nicht vergeben. Et là, on est dans un piège. Und da sind wir in eine Falle getrampelt. On est dans la position de celui qui n'a pas soi-disant fait défaut. Dann sind wir wie wenn wir keine Fehler begehen. C'est une position dangereuse. Und das ist eine sehr gefährliche qui position. Qui peut nous mettre dans une condition où l'ennemi commence à entrer parmi nous? Und da kann der Feind in unsere Mitte kommen. Parce qu'on a oublié que nous-mêmes on était dans une condition hier. Und wir vergessen, dass wir ja selber gestern auch in einer schwierigen Situation waren. On applique le jugement tellement durement envers le frère. Und wir richten so schwer einen Bruder. Et on est tellement focalisé sur ce qu'il a fait. Und wir sind so fokussiert auf das, was er nicht tut. Qu'il n'y a plus le pardon. Auf das, was er getan hat, dass wir nicht mehr vergeben. Les punitions, tout ça qu'on met là, en fait, on cache le manque de pardon. Und diese Strafen, wo du ihm aufhebst, ist nur zum, wo dort hinten dran versteckt sich, dass du nicht vergeben möchtest. Puisqu'on a les yeux sur ce que les gens font. Weil du hast die Augen ja fixiert auf seine Fehler. Pardonner ne dépend pas de ce que les gens font, hein? Vergeben hat nichts mit dem zu tun, was die Leute tun. Si tu crois que pardonner dépend de ce que les gens font, wenn du denkst, dass vergeben mit dem zu tun hat, was die Leute machen, non seulement tu es encore immature, dann bist du nicht nur noch unreif. Et le diable va jouer le ping-pong dans ta tête. Und der Feind wird in deinen Gedanken mit dir spielen. On a vu la dernière fois que c'est au niveau des pensées qui nous combat. Und wir haben letztes Mal gesehen, in unseren Gedanken greift er uns. Parce que tu vas rencontrer des gens dans la vie que si tu ne pardonnes pas, tu vas souffrir. Weil es gibt Leute, die du antreffen wirst im Leben. Wenn du ihnen nicht vergibst, wirst du selber nur leiden. Le pardon est quelque chose qui provient du Seigneur. Das Vergeben kommt vom Herrn. Donc ça ne dépend pas de la qualité, de la quantité des erreurs que les gens font. Das kommt nicht darauf an, wie viel mal jemand eine Sünde begangen hat. Quand Christ dit 7 fois pour 77 là,
wenn der Herr sagt 7 mal 77 mal, c'est pour te montrer que ton cœur doit être un cœur de pardon. Dann heißt das, du musst einfach verstehen, dein Herz muss auf das eingestellt sein, immer zu vergeben. Qui n'est pas prêt à pardonner. Jemand, der nicht vergeben möchte. Quelqu'un qui définit le pardon en fonction des erreurs des autres. Jemand, wo das Vergeben in dem klassiert, dass er denkt, ja, wie der andere sich benimmt, dann werde ich vergeben. Non seulement sera tellement dur avec les gens. Nicht nur wird er sehr hart sein zu den Leuten. Mais lui-même, il sera dans une condition où l'ennemi va prendre davantage. Er selber aber stellt sich in eine Position, wo der Feind reinkommen will. Au lieu que ce soit la compassion qui l'accompagne pour aider la personne maintenant la punition, le ramener au Seigneur. Anstatt dass er Mitgefühl ausübt, um diese Person wieder zurückzubringen zum Herrn. L'ennemi va rentrer déjà pour commencer à le détruire. Dann wird der Feind reinkommen und ihn zerstören. Weil celui qui pardonne pas, il pêche. Weil der, wo nicht vergibt, der sündigt selber. Quand tu ne pardonnes pas, tu vis dans le péché. Wenn du nicht vergibst, dann lebst du in der Sünde. Et la Bible dit que tout celui qui n'aime pas, c'est un meurtrier. Und die Bibel sagt, der, wo nicht liebt, ist ein Mörder. Et on dit que l'Écriture dit que aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Und die Bibel sagt, kein Mörder hat das ewige Leben in sich. Donc non seulement celui qui a accablé, le diable l'attriste davantage. Nicht nur der, wo dem, wo du die Schuld auflegst, der ist traurig. Il est tellement accablé qu'il n'ose pas venir auprès du Seigneur, venir en prière, tout ça. Der ist so beladen, dass er nicht zum Herrn kommen möchte, er möchte nicht in Gottes Gegenwart treten. Mais ceux qui ont puni, qui sont censés n'avoir pas fait quoi que ce soit, eux-mêmes ils se retrouvent en train de pécher. Aber die ihm ja grave, diese Schuld aufgelastet haben, die selber sind auch in, die leben auch in Sünde. Donc en voulant corriger celui qui avait mal fait, so nur wenn du willst korrigieren, was der andere falsch gemacht hat, et même ça les a entraîné dans le péché sans qu'ils ne se rendent compte. Sie selber sind der Sünde verfallen, ohne dass sie es gemerkt haben. Laissant l'avantage à l'ennemi. Und sie haben dann Raum gelassen für den Feind. Il y a des personnes qui disent que celui-là, je ne peux jamais lui pardonner. Es gibt Leute, die sagen, dem vergebe ich niemals. Ça veut dire que tu ne connais pas en réalité d'où tu sors. Das heißt, du weißt ja gar nicht, woher du kommst. Peut-être tu n'es même pas sauvé. Vielleicht bist du gar nicht mal errettet. Tu continues à tenir ce langage. Wenn du weiterhin so redest. Il faut qu'on se pose des questions sur ton salut. Dann müssen wir uns Fragen stellen über dich. Parce que celui qui était pécheur. Weil der, wo Sünder war. Que qui s'arrachait des ténèbres. Und wo der Herr aus der Sünde gerissen hat. Ça ne peut pas être son langage au nom de Jésus. Der kann nicht so reden im Namen Jesu. Peu importe les souffrances et difficultés que tu as rencontrées. Egal was du für Schwierigkeiten antriffst. Tu ne dois jamais laisser le manque de pardon gagner ton cœur. Du kannst niemals zulassen, dass Unvergebnis dein Herz übernimmt. Et ne masque pas ça, comme on voit là, avec les punitions, des restrictions, ça sert à rien. Und du sollst das nicht dahinter dran verstecken, indem du sagst, ja, ich nehme jetzt Abstand, ich mache jetzt so, ich gebe diese Strafe. L'ennemi va prendre l'avantage sur toi. Der Feind wird Überhand nehmen in deinem ouais, Leben. Pourquoi dans les églises, il y a peu d'amour. Und darum gibt es in den Gemeinden wenig Liebe. Tu appelles chacun, dit que non, tel il a fait tel problème là, vraiment, je ne peux pas lui pardonner, je n'en peux plus. Du rufst vielleicht jemanden an und er sagt, ja, ich will mit diesem Bruder nicht mehr zu tun haben, er macht zu vieles. Et si chacun un problème contre l'autre, qui ne peut jamais pardonner. Und wenn jeder etwas gegen seinen Bruder hat, wo er nicht vergeben kann. Et qu'il a pardonné ou bien il a dit que le pardon se suffit. Il a dit que moi je pardonne jusqu'à 8. Le reste là vraiment, je ne le complète pas. Oder du sagst, wenn zum Beispiel das Vergeben bis 10 ist und du sagst, ja, ich vergebe nur bis 8. Mehr kann ich nicht. Voilà pourquoi on attriste le Saint-Esprit. Und dann machen wir den Heiligen Geist traurig. On est donc étonné de voir comment certaines choses on ne parvient pas à les faire. Und dann merken und wir fragen uns, warum kriege ich das nicht hin in meinem Leben? Et l'ennemi se réjouit donc. Und der Feind erfreut sich. Avec ça, il nous détruit à petit feu. Und mit dem zerstört er uns mit kleinem Feuer. Alors que l'amour du Seigneur.
Aber die Liebe des Herrn doit nous faire passer un autre cap. Die Liebe des Herrn macht, dass wir in eine andere Etappe kommen. Je dis encore, peu importe ce que tu peux traverser dans ta vie. Und ich sage, egal was du durchlaufst in Dieu deinem Leben, que tu devais passer ça. Der Herr wusste, dass du das durchmachen musst. Et la capacité de transporter ça, und die Kapazität, das durchzuhalten, ça ne vient pas de la quantité de la chose. Das kommt nicht darauf an, wie viel es ist oder wie groß diese Sache ist. C'est dur, ce n'est pas dur. Es ist sehr hart, es ist nicht so hart. Ça, ce n'est pas ton problème. Das ist nicht dein Problem. Ton problème, c'est d'être en connexion avec le Seigneur. Dein Problem ist, dass du in Einheit bist mit deinem Herrn. Afin que son amour se réponde. Damit seine Liebe sich dich erfüllt. Au travers de toi. Dich erfüllt und von dir ausgeht. Pour faire face à ce genre de situation. Und damit du diese Probleme angehen kannst. La paix du Seigneur avec toi, tu es toujours joyeux pour le Seigneur. Die Freude des Herrn wird mit dir sein und du bist freudig im Herrn. C'est pourquoi l'Écriture dit d'avoir les yeux fixés sur Christ. Und darum sagt uns die Schrift, wir sollen unsere Augen fixieren auf dem Herrn. Mais le diable nous fait avoir les yeux fixés sur le caillou qu'on va transformer en pain. Aber der Teufel möchte unsere Augen fixiert haben auf das Brot, auf das Stein, wo wir im Brot verwandeln. Le manque de pardon est un vrai problème pour laisser place au diable. Es ist wirklich ein großes Problem, diese nicht vergeben wollen. Il y a une période, j'avais été tellement offensé. Es gab eine Periode in meinem Leben, wo ich so böse verrückt war. Nous sommes en 2010. 2010. Dans l'œuvre du Seigneur. Im Werk des Herrn. Mais vous savez, Dieu parle toujours, hein. Der Herr redet immer zu uns. Dieu m'a parlé en tant que serviteur de Dieu. Il va te parler, il va te prévenir. Wenn du ein Kind Gottes bist, der Herr spricht zu dir. Je me dis, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui génie plus ça. La situation arrive, je vais gérer ça. Und ich sagte mir, ja, ich bin jemand, wo betet und ich faste auch. Also wenn die Situationen kommen, werde ich das ohne Problem durchstehen. J'ai négligé la chose. Und ich habe das einfach... Je jeûnais et priais toujours. Ich habe weiterhin gebetet und gefastet, aber ich habe das einfach so ein bisschen vernachlässigt. Je ne réalisais pas à quel point ça devait être compliqué. Und ich habe nicht realisiert, wie schwer dieses Problem zurückkommen wird. Quand les choses sont enchaînées, und als dann als das immer mehr wurde, j'étais impressionné par la violence des choses qui arrivaient. War ich selber überrascht, wie groß dieses Problem dann zurückkam auf mich. Je vous avoue que ça m'a pris minimum 6 mois pour être guéri. Ich muss euch gestehen, ich hatte sicher 6 Monate gebraucht, bevor ich geheilt wurde von dem. C'était difficile de servir le Seigneur dans une telle condition. Und in diesen 6 Monaten war es so schwierig, den Herrn zu dienen. Tellement j'étais blessé. Weil ich war so verletzt. Je me demandais comment je suis blessé comme ça même devant le Seigneur. Und ich hatte mich selber auch gefragt, wie kann ich so verletzt sein? Je m'étais pas préparé suffisamment. Weil ich war nicht vorbereitet. Et mes yeux étaient seulement sur les choses. Und meine Augen waren fixiert auf andere Sachen. Et il n'était pas question que je pardonne certaines personnes. Und ich habe mir gesagt, es gibt Leute, denen wir dich nicht vergeben. Non, moi je peux pas pardonner quelqu'un qui m'appelle hier apôtre et demain aujourd'hui il m'appelle serviteur du diable. Jemand, der zu mir sagt, du bist ein Mann Gottes und morgen sagt, du bist vom Teufel besessen. J'avais mis une croix que celui-là même se sauver. Il y a pas le problème, on va se saluer, mais je le pardonne pas. Ich habe ein Kreuz auf ihn gemacht und habe gesagt, ich werde ihn grüßen, wenn ich ihn sehe, aber vergeben werde ich ihm nicht. C'était pas seulement une personne. Und es war nicht nur eine Person. C'était plusieurs personnes. Es waren mehrere Leute. Parfois je conduisais ma voiture, j'avais peur qu'il fasse l'accident. Manchmal bin ich Auto gefahren und ich hatte wirklich Angst, dass ich einen Unfall mache. Je sentais une atmosphère démoniaque vraiment m'entourer. Und ich spürte diese schlechte Atmosphäre vom Feind, wo um mich herum war. J'avais du mal à dormir. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Donc, j'étais dans une enveloppe difficile. Ich war wirklich in einem schwierigen Zustand. Et je vous avoue qu'à un moment, je me suis un peu reculé aussi sur les choses de Dieu. Und ich möchte euch gestehen, es gab auch einen kleinen Moment, wo ich nicht mehr so eifrig war für Gott. Que tu veux faire l'œuvre de Dieu comme ça, mais tu peux mourir dans l'histoire si. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu dans ce dictateur, mais tu peux mourir dans l'histoire si. Und ich habe mir gesagt, wenn du Gott dienen willst, kann das wirklich passieren. Et Dieu a retiré mon regard sur les autres pour le fixer sur lui.
Und Gott hat mir dann geholfen, dass ich meine Augen wegnehmen konnte von diesen Sachen, die mir passiert sind, und meine Augen fixiert habe auf ihn. C'est là où la guérison est arrivée. Und dann ist die Heilung gekommen. Et le service, je pouvais continuer. Und ich konnte weiter im Dienst fortschreiten. Et là, l'ennemi, je l'avais mis dehors. Und dann war der Feind weg von je mir. Pouvais retrouver mon sommeil paisible. Und da habe ich wieder gut schlafen können. Voir les personnes être joyeux. Und ich konnte diese Leute wieder sehen und ich war voller Freude. Mon cœur était entouré par le feu du Seigneur. Und mein Herz war wieder Feuer und Flamme für den Herrn. L'ennemi n'avait plus accès. Und der Feind hatte keinen Zugriff mehr. Et du coup, je l'ai mis dehors. Und dann habe ich ihn so rausgetan. Et parce que ça s'enchaîne. Und weil er sich das verfolgt. Le manque de pardon m'a mené beaucoup dans le court mirage. Und was mir passiert ist, als ich mich unvergeben hatte, also als ich nicht vergeben wollte, ich habe angefangen zu lästern. Je me plaignais tellement que parfois avant de parler au téléphone, je fermais ma porte pour savoir si il y a pas quelqu'un qui va venir pour entendre comment je suis en train de me dire. Und manchmal, ich muss die Wahrheit, hein? Ich sage euch die Wahrheit. Manchmal, bevor ich telefoniert habe, weil ich wusste ja, dass ich lästern möchte, habe ich zuerst die Türe zugeschlossen, damit ich am Telefon richtig gut lästern. Tellement était blessé. Ich war so verletzt über diese Leute. Quand même, il faut pas qu'on me supprime, quand même, comment je sens que parler mal comme ça. Und ich wollte ja nicht, dass das jemand hört. Also habe ich zuerst die Türe geschlossen. Vous savez, les personnes, il n'est pas tranquille, il guette toujours, il y a quelqu'un à côté. Pourquoi tu guettes comme ça? Und wenn du das hast, dass du immer um dich herum schaust, musst du dich fragen, warum machst du das? Parce que lui sait que ce qu'il va dire là n'est pas bon. Weil du selber weißt, was du sagen möchtest, ist nicht gut. Et c'est comme ça que l'ennemi t'amène et t'entraîne. Und so führt dich der Feind weg. Le temps de ressortir de là. Und bevor du dort wieder rauskommst. Tu te rends compte que toi-même tu es une victime du diable. Und du wirst, wenn du dort rauskommst, dann wirst du merken, dass du zugelassen hast, dass der Feind dich gebraucht. Il t'a entraîné dans d'autres péchés. Er wird dich in andere Sünden reinbringen. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Und darum, meine lieben Geschwister. Que ton cœur soit le temple de l'amour. Alléluia. Dein Herz soll ein Tempel der Liebe sein. Que ton cœur soit le temple du pardon. Dein Herz soll ein Tempel von Vergeben sein. Que tes yeux soient fixés sur Christ. Und deine Augen sollen fixiert sein auf Christus. Ce n'est pas ce que les gens définissent de toi, Marc. Es ist nicht, was die anderen definieren, wer du bist, Marc. Qui fait ce que toi tu es? Dir macht, was du wirklich bist. C'est ce que le Seigneur dit de toi. Das ist, was der Herr sagt über dich. C'est ce que le Seigneur fait de toi. Was der Herr aus dir macht. Mais pour comprendre ça, il faut avoir les yeux fixés sur Christ. Aber damit wir solche Sachen erkennen, müssen wir unsere Augen wirklich auf Christus fixieren. Parce que parfois nos yeux se détournent un peu. Weil wenn unsere Augen ein bisschen nach links gehen. On commence à dire, Seigneur, vraiment j'ai mal, j'ai trop mal, je ne peux pas. Dann sagst du, ah, ich habe wirklich weh. Ça c'est des fausses prières. Ich kann nicht. Das sind schlechte. C'est des prières démoniaques. Falsche Gebete. C'est des prières démoniaques. Das sind Gebete von Dämonen. Alléluia. Amen. Vous voulez me dire pas amen, j'ai dit c'est des prières démoniaques. Ich habe gesagt, das sind Gebete von Dämonen. Jésus-Christ à Gethsemane. Jesus Christus im Garten von Gethsemane. Il a dit non pour ma volonté. Er hat gesagt, nicht meinen Willen. Mais ta volonté. Aber dein Wille. Il a dit si c'était possible d'éloigner. Er hat gesagt, wenn es möglich ist, das wegzunehmen von mir. Tes prières, je ne peux pas comment? Gebete, ich kann nicht. Tu as défini que tu ne peux pas pardonner. Dann hast du schon selber gesagt, ich kann nicht vergeben. Tu as défini que tu ne peux pas sortir de ton péché. Du hast schon definiert, dass du nicht aus deiner Sünde rauskommen kannst. Tu as même défini le nombre d'années qu'il faut pour pardonner la personne là. Oder du hast schon definiert, ich brauche so und so viele Jahre, um diese Person zu vergeben. Vraiment que toi, ton problème là, c'est dans 10 ans que je vais te pardonner. Vraiment, dans 10 ans, reviens, on va causer. Sagst du, in 10 Jahren komme zurück und dann schaue ich mal das Problem nochmals an und vergebe dir dann. Le diable s'est réjoui. Und der Teufel tanzt, der freut sich. Et que pendant les 10 ans, il va te maltraiter bien comme il faut. Und er sagt sich, in diesen 10 Jahren werde ich mit dir schön spielen. Tu vas développer même des maladies à cause du manque de pardon. Und du kannst sogar Krankheiten bekommen, nur weil du nicht vergeben hast. Tu es là, tu ne dors même pas bien. Du schläfst nicht mal gut. Pendant que la personne t'offensée dort, elle ronfle. Und diese Person, wo dir Leid zugefügt hat, er schläft, er schnarchelt. Elle a passé autre chose. Und er
Ich cherche quelqu'un d'autre qui va aussi piquer. Er sucht jemand anderes, wo er stechen kann. Alors que toi, tu es là, tu ne dors pas. Und du bist da und du schläfst nicht. Tu es là, Seigneur, vois comment m'a fait mal. Seigneur, venge-moi. Il ne va pas te venger. Und du bist da und sagst, Herr, schau mal, was er mir gemacht hat. Räche mich, Herr, räche mich. Il veut guérir ton cœur et mon cœur. Der Herr will dein Herz heilen. Dein und mein Herz heilen. Ne réclame pas la vengeance du Seigneur. Il va venger quand il voudra. Du musst nicht die Rache vom Herrn verlangen. Er macht das selber, wenn er das will. Ce que lui veut, c'est que ton cœur soit à lui. Aber das, was er will, ist, dass dein Herz ihm gehört. Pour que les intentions, l'ennemi n'ait plus l'avantage sur nous. Damit die Pläne vom Teufel keine Raum mehr hat in unserem Leben. Je déclare la pleine liberté du Seigneur en nous. Ich deklariere die Freiheit des Herrn in et que ses desseins soient annulés et sans effet dans nos familles. Und alles, was der Feind plant in unseren Familien, dass das nicht Wirklichkeit wird. Sans effet dans nos vies. Dass es nicht kommt in unser Leben. Sans effet dans cette assemblée. Ohne Effekt in dieser Gemeinde. Que nous sommes transportés par l'amour, le pardon du Seigneur. Und dass wir getragen werden von der Liebe des Herrn und von der Vergebung des Herrn. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Und der Herr soll uns segnen. Amen. Im Namen Jesu. Partager le repas du Seigneur. Wir wollen das Abendmahl nehmen.